Willkommen zurück bei Prey und wir sind in der Fabrikation. Das ist jetzt ein mega Umweg, um einen Technopathen zu töten. Und was machen wir mit dem? Warum töten wir den, damit wir über die Fabrikation in das Büro kommen? Zu der Leiche von dem Dude, der die Lizenzen dafür hat, dass ich mir neue Robots selber bauen kann. Und. Da würde ich jetzt sogar direkt hinkommen. Hier ist nämlich sein Büro, Holden Graves, Lead Engineer. Aber da ist nicht. Das bedeutet, ich müsste eigentlich jetzt mal wahrscheinlich mich umsehen, wie ich da reinkomme. Ich tippe mal auf hier oben. Glaube ich, toll, jetzt diesen Technopathen erstmal. Oha. Das ist mir alles zu konfus. Gab es hier nicht ein Geschütz, das ich mitnehmen könnte? Der hat sogar ein Geschütz in der Hand, die Sau. Hier war doch. Boah, wie kommt der denn jetzt hier rein? Ganz kurz an, gegen was der. Ich stelle mich gerade sehr dumm an, gegen was der empfindlich ist. Elektrische Explosion, psychisch. Okay. Wow. Also. So, mei, das war jetzt schon einer der krasseren Kämpfe, wenn nicht sogar der krasseste bislang. Hat der jetzt echt ein Geschütz mit sich rumgetragen? Der Sack. Aber wir haben es ja geschafft. So, jetzt gleiten wir mal hier nach unten. Und sind hiermit in der Fabrikation. Das ist doch was. Weiß gar nicht, ob ich hier drüben schon mal war. Ach, es ist ja nur der Flur, okay. Das ist bestimmt ein Mimik, die Tasse. Schaut zumindest so aus. Also hier ist garantiert ein Mimik im Raum. Wahrscheinlich wäre tatsächlich die Strategie eher gewesen, hier in dem Raum einfach alle Geschütze zu reparieren. Und die Arbeit machen zu lassen. Aber er hatte mich jetzt oben festgenagelt, deswegen hat das nicht ganz funktioniert. Naja.
Ich habe die Schwierigkeit bei den Kämpfen nicht umsonst auf leicht gestellt, weil ich mich davon nicht groß nerven lassen will. Ich möchte ja lieber exploren. Die Türaktoren zicken. Kommen Sie zu mir, wenn Sie rein wollen. Ja, habe ich vor, Graves, in deinem Büro. Fabrication Room. Schöner twangiger Gitarrensound gerade. Muss wieder nach oben irgendwie. Aber dafür gibt es ja auch den Fahrstuhl. Nicht nur wüsste wo. Storage. Hier war das, genau. Ich ja dann nach oben irgendwie rein. Oh nein. Oh Gott, das war ein bisschen dumm. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Beantrage neuen Operator. Wissenschaftsoperator bringt mir eigentlich gar nichts für mein Ziel. Ist eigentlich immer relativ voll. Warum ist das Spiel eigentlich so laut? Ich muss in der nächsten Folge mal das Spiel ein bisschen leiser machen, weil hier in den Optionen. Ja, ich versuch's mal. Ist es doch ein bisschen hardcore. Den nicht, warum ich nicht mehr klettern kann, einfach so, warum er mir das nicht mehr anbietet. Ach komm, nein. Da muss ich rauf auf diesen Schacht, hoffe ich, dass ich von da aus dann darüber komme. Boah, ey.
Tut mir leid, dass es nicht gerade das Aufregendste ist, aber nachdem ich hier keine Schlüsselkarte habe von dem Herrn Grace, Moment mal, ich könnte natürlich mal... Ah ne, ich weiß ja nicht, wo der ist. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo ein Terminal ist, wo ich das nachschauen kann. Scan abgeschlossen. Ein großer Mimik. Proben benötigt. Beobachtungsprotokoll 2042052465 von Louis Sullivan. Eine Vorabuntersuchung zeigte, dass Exemplar 14 größer ist als die anderen Mimik-Exemplare, die vom Kletka-Vorfall eingesammelt wurden. Allerdings sind seine erweiterten Mimikry-Fähigkeiten weitaus bemerkenswerter. Exemplar 14 hat mehrfach gezeigt, dass es in der Lage ist, deutlich größere und komplexere Objekte nachzubilden und dass damit seine Fähigkeit weit über die aller anderen Exemplare hinausgeht. Und damit nicht genug, viele seiner Nachbildungen scheinen voll funktionsfähig zu sein. Hervorragend. Das heißt, er kann sich auch nicht wie der Terminator nur in starre Objekte gleicher Masse verwandeln, sondern wahrscheinlich in sonst was. Und ich komme aber von hier oben aus gar nicht rein ins Büro. Na toll. Ach komm, wieso denn? Jetzt bin ich von meinem eigenen Schatten erschrocken. Ach komm. Das hätte sich doch jetzt so schön angeboten. Scheibe einschlagen geht bestimmt auch nicht. Oder doch? Ah, natürlich geht's. Ja, Mimik, du denkst so, ich erkenne dich nicht. Na, wo bist du? Hm? Da ist er. Okay, puh. Haben wir es endlich mal geschafft. Die Fliege. Auszug aus einem Buch mit Gedichten von William Blake. Kleine Fliege, muntres Tier, unachtsam verscheucht von mir. Gleiche ich dir, Fliege, nicht, und bist du nicht ein Mensch wie ich? Und bist nicht du ein Mensch wie ich? Denn ich tanze, trinke, singe, bis Gottes Hand mir bricht die Schwinge. Sind Gedanken Lebenskraft, bin ohne sie ich dahingerafft. Da bin ich glücklich, sicherlich, ob lebe oder sterbe ich. Geil. Golden Graves Programme. Tür zur Fabrikation, die machen wir auf. Neuromod-Lizenzen. Für jeden Neuromod-Bestand ist eine neue Lizenz erforderlich, die über Hersteller-Netzwerkserver bekannt gegeben werden muss. Ohne Autorisierung des Direktors darf keine neue Lizenz ausgegeben werden. Dann erneuern wir die mal und dann können wir uns nämlich selber unsere Neuromods bauen. Geil. Und ein Albtraum ist unterwegs. Auch das noch. Ich mal. Oh, jetzt habe ich mich wohl betrunken. Blöd. Da ist auch der Holden Graves, aber den. Ach, den Zugang zur Storage habe ich jetzt ja gerade geöffnet, oder? Hoffentlich. Transcribe. Überprüfung läuft. Simlab ist sicher. Abgesehen von Ikwe, der bleibt die ganze Nacht auf. Haben Sie die Fotos seiner Tochter Maya gesehen? Das ist nicht seine Tochter, das ist seine Frau. Soll das ein Witz sein? Nein, sie ist gestorben. Nun, als Ikwe noch jünger war, steht in seinen Unterlagen. Großer Gott,
Sie haben seine Unterlagen gesehen? Ja, bei den Sicherheitschecks, als wir ihn auf die psychischen Eigenschaften untersucht haben, die hohen Tiere nicht wollen. Er ist wohl nach Hause gekommen und hat sie tot auf dem Boden gefunden. Aneurysma. Da verbringt man sein ganzes Leben damit, das Hirn zu erforschen und dann das. Und das zu einem Zeitpunkt, als er für seine Theorien von allen Seiten verhöhnt wurde. Großer Gott. Das haben sie schon mal gesagt, aber er hat sie wohl nicht gehört. Diese Station steht sicher nicht unter seinem Schutz, so viel ist klar. Kommt da noch was? Nee. Alex, ich hab's rausgefunden. Nur zu spät. Graves, sind Sie noch in der Fabrikation? Die Rezeptormoleküle, exotische Neurotransmitter. Wir haben sie nicht synthetisiert. Und es gibt keine terrestrische Graves, Quelle. Unternehmen Sie nichts Drastisches. Sie kennen mich. Sie wissen, ich habe immer einen Notfallplan. Wir haben es uns in die Köpfe geschaufelt. Das kommt alles von Ihnen. Aber Sie haben... Ich schicke Ihnen Hilfe. Das muss sofort raus. Oh, großer Gott, die Neuromods. Sie können immer noch hergestellt werden. Graves, Finger weg von den Neuromod-Lizenzen, haben Sie gehört? Aha, der Graves wollte also meinen Bruder aufhalten. Wahrscheinlich besser gewesen so. Exotische Materialien von Helen Croft. Ja, was glauben Sie denn, woher das kommt? Sie sitzen auf dem größten Vorrat der Station und haben sich noch nicht gefragt, was Sie uns da in die Frontallappen injizieren lassen. Sie sind brillant, Graves, aber Sie denken wie ein Ingenieur. Beantworten können Sie Fragen gut, stellen jedoch keine. Die Use zu kritisieren kam Ihnen erst in den Sinn, als Sie diesen Bericht aus der Psychotronik gesehen haben, oder? Fehlende Neuromods. Wir haben 4 Neuromods hier im Testlabor. Wir haben 4 erhalten, für 4 unterschrieben und es befinden sich 4 in unserem gesicherten Lager. Wenn Sie sagen, dass Sie 7 verschickt haben, sollten Sie sich wohl mal an die Sicherheit und das Zustellungspersonal wenden. Das ist nicht das erste Mal, dass Neuromods irgendwo zwischen Fabrikation und Test verschwunden sind. Morgen. Ich habe ein Satellitenprojekt zur Psychotronik-Signalübertragung gefunden. RPSS-X5. Ich glaube, damit könnte eine Neuralsignatur, die Ihrer entspricht, gefälscht werden. Auf gut Deutsch, damit schaffen Sie sich den neuen Typhon vom Hals. In den letzten Protokollen stand jedoch, dass der Satellit beschädigt wurde. Sie müssen ein Ersatzteil finden. Ja, das klingt aber ehrlich gesagt tatsächlich nach einer Quest, die ich gerne machen würde. Weil so ein dauerauftauchender Mega-Gegner, wo man sich dann immer verstecken muss und so weiter, das geht mir eigentlich immer ziemlich auf den Zeiger. Hallo. Aber jetzt, glaube ich, auch die Fabrikation geklärt, jawohl. Achso, jetzt kann ich mir auch selber Schüssel herstellen. Vielleicht baue ich mir jetzt einfach mal ein paar Neuromods. Wäre doch was, oder? Schauen wir mal. Gar nicht mal so teuer. 4 Stück kann ich mir da locker bauen. Von diesen, was ist denn das hier? Ja, von den grauen Materialien. Aber immerhin 2 Stück. 3, jetzt habe ich 3 insgesamt. Ist gar nicht so viel. Reicht das schon für Labtech 1? Nee, da brauche ich 4 für. Aber okay. Nächste Haltestelle. Ganz kurz noch zum Recycler vielleicht. Wo war der denn noch gleich? Vielleicht kann ich mir dann doch noch eins bauen. Reicht's noch? Tatsache, sehr gut.
Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt meine Blue Gun auch noch weiter verbessern. Habe ich denn noch Waffen-Upgrades? Nee, gerade nicht. Aber wenn, dann geht das auf jeden Fall. So, dann nächste Haltestelle. Satellitenkommunikationsgerät, da muss ich wieder zurück ins Maschinenlabor und dann kann ich... Ja, den Albtraum bekämpfen. Jetzt ist nur die Frage, wie ich hier aus der Fabrikation überhaupt rauskomme, wenn ich das ein bisschen einfacher haben will. Eigentlich muss ich mich nur umdrehen und durch die große Tür gehen. Mal sehen, ob die jetzt offen ist von der Seite. Natürlich nicht. Oder werde ich hier erst dekontaminiert? Ah, doch, geht tatsächlich. Ja, wunderbar. Das heißt, zu den Hardware Labs, da komme ich ja eh problemlos normalerweise, wenn in der Lobby nicht wieder Stress ist. Ach Gott, der ist jetzt hier... Oh nein, oh nein, oh nein. Warum ist eigentlich jedes Mal mehr Beef, wenn ich irgendwo hinkomme? Scan abgeschlossen. Neue Psy... Die Fähigkeit verfügbar. Den lasse ich, glaube ich, erstmal in Ruhe. Maschinenlabor Ebene 3, da wollte ich doch hin, oder nicht? Datenzentrale. Genau, im Hardware-Labor. Und das ist hier. Nee, ist es nicht. Hä? Ach doch, da geht's rein. Ah, Wiedersehen. Hier gibt es irgendwo ein Kommunikationsgerät und wieder irgendein Gegner. Aber was für ein... Ah, normales Phantom, ja. Das... Unnötig hektisch. Boah, spawnende Gegner, ey. Ich kann euch nicht sagen, wie mich die auf nerven. Ich kann euch auch nicht sagen, wie mich dieses Ding hier nervt. Dass ich immer durch diese, durch den Schacht durch muss, damit ist jetzt mal Schluss. So. Hätten das ja, ich sag's doch, da hinten ist ja auch schon wieder einer. Hat man denn nie seine Ruhe? Wieder ein älter Phantom. Scan abgeschlossen.
So, und wo ist jetzt mein Ziel? Das ist hier unten drin, okay. Ja, wie komme ich denn da jetzt ran, bitte? Da muss ich wahrscheinlich mal in diese Bedienpanels. Okay, hier sind nur E-Mails, die kenne ich, glaube ich, alle schon. Ja. Irgendwie muss ich den Satelliten da raushebeln. Schaden entdeckt. Förderer darf ohne entsprechende Genehmigung nicht bedient werden. Jetzt die Frage, wo komme ich da die, Genehmigung her? Oh, wie komme ich denn da unten rein? Da die Berechtigung her. Dieses Ding hier muss ich bedienen. Hoppla. Da hatte ich auch schon alles eingesammelt. Schon, da war, glaube ich, schon eine Treppe. Da geht es auch um den Satelliten, das hatte ich auch schon gelesen. So schnell wie möglich installieren, aber die Berechtigung dafür habe ich trotzdem nicht. Transstar-Uniformen ist nicht so wichtig. Hier gibt es noch ein paar Dateien. Ja, das haben wir alles schon gemacht. Den Bolzenwerfer. Aber wie bekomme ich den Satelliten da unten raus? Das ist die große Frage. Mir fällt jetzt gerade spontan hier nichts dazu ein. Ich gucke mal in die Ziele. Irgendwo ein Ersatzteil finden. Genau, Satellitenkommunikationsgerät. Aber wie ich da rankomme, ist mir schleierhaft. War jetzt hier echt schon oft genug und habe hier auch alles ungefähr 1000 Mal durchsucht. Wahrscheinlich muss man hier irgendwie diese Dings da aufmachen. Oder muss man den irgendwie abfeuern, den Satellit, und dann von draußen bergen. Das wäre eigentlich spielmechanisch fast die interessantere Lösung. Naja, weiß ich jetzt nicht. Wüsste jetzt auch nicht, wie ich sowas aktivieren kann. Ach, Phantom, ja. Du kannst mir mal wiedersehen. Da ist noch eins. Zur Datenzentrale. Ich glaube, ich sollte jetzt mal wieder in der Hauptgeschichte weitermachen. Die Besatzungsquartiere, da muss ich sowieso hin. Sind zwei Unterpunkte, die sind alle im Arboretum oben. Da muss ich jetzt im Arboretum. Das bedeutet, da geht's jetzt auch hin. War nicht so schlecht, der Psi-Schlag inzwischen.
Okay, hier hängt wieder der Weber rum, glaube ich. Da ist er. In der nächsten Folge fahren wir ins Arboretum und dann schauen wir mal, dass wir da tatsächlich mal ein bisschen vorankommen. Bis zum nächsten Mal.